Shalom Aleichem, ich mag immer zu sehen die Rolle von besonderen Frauen am Gräber. Imenu Ateret Roshenu, also unsere Mutter, die Krone unseres Kopfes, Gadla Vechincha Bemesirut Nefesh et Bnotea Venechadea Beruach Hayadut, großgezogen und erzogen mit Lebensopferung, Self-Sacrifice, also mit voller Hingabe ihre Töchter und ihre Enkelkinder, Beruach Hayadut, also in Jiddischkeit, Gittel Tannenbäum, Bat Reb Yaakov, gestorben 24. Tishrei, Tovshin Lamed Bes, das ist 1972, also sie war eine weise Frau, hier steht geschrieben, um zu erinnern auch die Seele von ihrem Mann Yechiel Avrom, der Sohn von Mordechai Nathan Halevi, der wurde gestorben, ermordet in Dachau. Gusti Tannenbäum, und das ist sehr interessant, sie kommt aus Krakau und das hat mich sehr überrascht. Überführt 1977 nach Jerusalem. Also im Prinzip, dieser Grab ist leer. Hier ist niemand da. Also sie wurde, so wie steht auf dem Grab, überführt nach Israel. Aber immerhin, es ist sehr interessant, so sind diese Schrift hier in Frankfurt, dass sie hat ihre Kinder schön erzogen nach der Jiddischkeit. Wenn habe ich richtig verstanden, die Gittel Tannenbäum ist Gusti Tannenbäum. Oder Gusti Tannenbäum ist jemand anderes, aber ich glaube, es ist dieselbe.